Bei Nvidia wird's immer schlimmer. Nach dem Swatting-Einsatz bei Ubisoft wird ein Rainbow Six-Player verurteilt, Malware in über 100 Microsoft-Treibern entdeckt und bei unserem Fail der Woche erfahrt ihr, warum ihr besser nie wieder den Daumen-Hoch-Emoji in WhatsApp verwenden solltet. Hi, ich bin Jeremy. Willkommen zu TechUp Weekly. Los geht's mit Nvidia. Ach, Nvidia. Wie soll das mit uns weitergehen, ha? Jetzt haben wir erst in der vorletzten Woche über den 4060 Launch meckern müssen. Und jetzt wird's sogar noch schlimmer, ey. Als nächstes steht der Launch der 4060 Ti mit 16 GB an. Wir erinnern uns, die bisherige 4060 Ti hat nur 8 GB und wurde deshalb zu Recht ziemlich kritisiert. Und jetzt? Jetzt kommt die 4060 Ti mit aufgebohrten VRAM. Aber Nvidia hat scheinbar keine Lust auf irgendwelche Tests zu haben. Es gibt nämlich bisher weder eine Ankündigung seitens Nvidia, die Karte soll schon am 18. Juli erscheinen, noch wird es wohl Testmuster geben. So berichtet zumindest der bekannte YouTuber Hardware Unboxed. Dieses Vorgehen kennen wir schon von einer anderen Karte, der 3080 12 GB. Scheint, als wolle Nvidia die Aufmerksamkeit für die Karte so gering wie möglich halten. Aber Moment mal, warum könnte ein Unternehmen nur wollen, dass die Leute nichts von ihrem Produkt erfahren? Naja, vielleicht weil Nvidia bewusst ist, dass die Karte einen ziemlich schweren Stand haben wird und vermutlich nur Kritikern der 8 GB Version den Wind aus den Segeln nehmen soll. 549 Euro soll die Karte kosten und damit nur wesentlich weniger als die deutlich stärkere 4070. Custom Designs könnten sogar teurer werden als die günstigsten 4070er Karten. 16 GB VRAM sind zwar nett, die gibt's aber bei der Intel Arc A770 oder der AMD Radeon RX 6800 bereits für wesentlich weniger Geld. Deswegen also keine Test-Samples, keine Founders Edition und vermutlich auch nur wenige Partnerkarten. Ach, Nvidia. Aber das war's noch nicht. Nvidia hat noch einen auf Lager. Laut des russischen Telegram-Kanals ProHightech soll Nvidia Boardpartner unter Druck setzen, nicht mit Intel bei Launch ihrer neuen Next-Gen-GPUs zusammenzuarbeiten. Laut ProHightech soll Nvidia so weit gehen, entsprechende Partner zu bannen, wenn diese Intel-GPUs herausbringen sollten. Das heißt also, diese Partner nicht mehr oder zumindest mit weniger Nvidia-Chips zu beliefern. Aber aufpassen, das sind alles unbestätigte Gerüchte. Ich vermute mal, dass keine Firma der Welt so eine Aktion jemals offiziell bestätigen würde. Aber der Kanal von ProHightech ist laut videocards.com bekannt für seine guten Kontakte in die Branche. Trotzdem sind die Vorwürfe natürlich mit Vorsicht zu genießen. Allerdings ist das auch nicht das erste Mal, dass Nvidia solche unfeinen Praktiken vorgeworfen werden. Ist das zu glauben? In 133 von Microsoft offiziell signierten Treibern ist Malware enthalten. Diese Treiber werden automatisch vom Betriebssystem heruntergeladen und installiert, ohne dass der Benutzer das bestätigen muss. Yay, bravo. Und weiß Microsoft davon? Ja klar, und Gott sei Dank. Im Rahmen des monatlichen Windows-Updates wurden die Treiber blockiert und die Konten der Entwickler gesperrt. Aber wie konnten offiziell freigegebene Treiber Schadsoftware enthalten? Laut Microsoft hatten alle Treiber eine gültige Signatur. Diese gewährte Administratorrechte, wodurch es möglich war, kompromittierte Systeme zu überwachen. Die betroffenen Treiber stammen von verschiedenen Microsoft-Partnern, deren Konten nun gesperrt wurden. Die Ursache für die signierten Treiber mit Malware waren offenbar gestohlene Entwicklerzertifikate. Microsoft empfiehlt, den Windows Defender regelmäßig zu aktualisieren und die Windows-Updates einzuspielen, da Windows seit März 2023 eigenständig bösartige Treiber erkennen kann. Zusätzlich wird empfohlen, einen Offline-Scan des Systems durchzuführen, um Treiber zu entdecken, die vor dem 2. März 2023 installiert wurden. In einer integrierten Widerrufsliste in Windows werden alle Treiber gesammelt, die nicht mehr geladen werden dürfen, darunter auch zahlreiche Treiber mit Zertifikaten aus China. Oh, da werde ich Ärger kriegen wegen dem China. Das mache ich tatsächlich, warte mal. Darunter auch zahlreiche Treiber mit Zertifikaten aus China, China und China. Diese Woche hat ein Pariser Gericht einen 22-jährigen Rainbow Six-Spieler wegen eines Swatting-Angriffs im Jahr 2020 auf das Ubisoft-Büro in Montreal sowie weitere Straftaten verurteilt. Wem Swatting nichts sagt, dabei setzen die Täter einen Fake-Notruf ab, um Polizei oder Feuerwehr bei den Opfern anrücken zu lassen. Hier in Deutschland wurden zum Beispiel die Streamer Tanzverbot oder Drachenlord Opfer von Swatting-Attacken. Dabei ist das ein wirklich sehr ernstzunehmendes Verbrechen, das natürlich auch entsprechend bestraft wird. In diesem Fall hatte der Gamer die Polizei wegen einer angeblichen Geiselnahme bei Ubisoft Montreal gerufen. Der Grund, er wurde zuvor über 80 Mal wegen Cheatens aus dem Spiel verbannt.
Wie durchgeknallt kann man bitte sein? Die Polizei rückte im November 2020 mit einem Sondereinsatzkommando an, Straßen wurden abgesperrt und die Büros evakuiert. Stellt euch bitte mal vor, was das für die Betroffenen bedeutet. Erst Stunden später war klar, dass es keine Geiselnahme gab und der Anruf nur ein Fake war. Der Spieler wurde zu 3 Jahren gemeinnütziger Arbeit verurteilt, muss die Opfer entschädigen und sich selbst in psychiatrischer Behandlung begeben. Swatting ist also kein lustiger Telefonstreich, sondern eine Straftat. Und ich meine, ich selber habe ja auch schon in GTA gecheatet und dafür ist noch nie ein Sondereinsatzkommando gekommen. Kommen wir nun zum Fail der Woche. Tja, das ist blöd gelaufen. Ein Richter in Kanada hat entschieden, dass ein Daumen-hoch-Emoji zu einem rechtsverbindlichen Vertrag führen kann. Ein Landwirt hatte per WhatsApp eine Vereinbarung zum Kauf von Flachs getroffen und mit einem Daumen-hoch-Emoji geantwortet. Später konnte er die Lieferung nicht einhalten und der Käufer verklagte ihn auf Schadensersatz. Der Richter entschied, dass das Emoji als Zustimmung zu dem Vertrag werden wird. Der Richter entschied, dass das Emoji als Zustimmung zu dem Vertrag gewertet werden kann. Der Landwirt muss nun umgerechnet 56.000 Euro zahlen. Der Richter betonte jedoch, dass dies nicht bedeutet, dass alle Emojis auf diese Weise interpretiert werden können. Es sei eine ungewöhnliche Situation, aber das Gericht könne den Fortschritt der Technologie nicht aufhalten. Also, immer schön aufpassen, was ihr verschickt. Das Gewinnspiel der HMX 4 ist gestartet und ich bin mega gehypt. Denn dieses Mal gibt es nicht nur einen krassen, ultra teuren Gaming-PC mit integrierter PS5 und Xbox Series X zu gewinnen, nein, es gibt sogar einen offiziellen HMX 4 Browser. Zusammen mit Opera haben wir den Opera GX HMX 4 Special Edition entwickelt. Und das Geile ist, jeder kann ihn kostenlos herunterladen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Der Browser ist extra für euch Gamer entwickelt und zeigt zum Beispiel auf der Startseite alle kommenden Spiele-Releases an. Außerdem könnt ihr eure Social-Media-Dienste wie WhatsApp oder Instagram direkt in der Seitenleiste verknüpfen. Und auch an Twitch und Discord hat Opera gedacht. Aber das ist noch nicht alles. Die Entwickler haben einen speziellen Hot-Tab-Killer eingebaut. Damit könnt ihr ganz leicht herausfinden, welche Tabs am meisten Ressourcen verbrauchen und sie dann gezielt schließen. Noch eine tolle Funktion ist Forestark Pages. Damit könnt ihr jede beliebige Website in einem angenehmen dunklen Design anzeigen lassen. Dazu gibt's noch einen CPU- und RAM-Limiter, einen integrierten VPN und. Ach ja, das Beste habe ich noch gar nicht erwähnt. Wenn ihr euch unseren HMX-Browser runterladet, räumt ihr 3 extra Lose für unser Höllenmaschinen-Gewinnspiel ab. Also holt euch gratis unseren Opera GX-Browser und mit etwas Glück auch noch die diesjährige Höllenmaschine. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid und uns noch nicht auf Instagram, Facebook oder TikTok folgt, dann werdet doch Teil der Community. Dort findet ihr lustigen und informativen Content. Auch viele weitere Videos mit mir. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Artikel zu den heutigen News findet ihr wie immer aufgelistet in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche zu einer neuen Folge TechUp Weekly.